Wenige Kilometer neben dem Hallstätter See im südlichen Salzkammergut und auf der Nordseite des Dachsteingebirges liegt eingebettet in einen schützenden Talkessel die Gjeidalm. Der Gjeidalm gegenüber liegen der Schlatterminger, der Hallstätter und der Gosaugletscher. In diesem Jahr 3 Tage der Treffpunkt für die große Familie der Ofenbauer. Die schweren Gepäckstücke wurden bei der Gondelstation abgeholt. Nach einem 10-minütigen Weg war für Groß und Klein der kurze Weg zur Gjeidalm geschafft. Oben rechts hat es Noch spielte das Wetter so mit, dass die Terrasse die Ankommenden mit den angenehm warmen Sonnenstrahlen begrüßte. Ja, der Toni ist auch da. Hallo! Während sich die Kinder einander schnell bekannt machten, deckte die Hüttenmannschaft schon mal auf gut 1800 Metern Höhe zum nachmittäglichen Picknick auf. Anton! Ja? Und die Kinder nahmen samt ihren Betreuern das Gelände, das sich vor der Gjeidalm ausbreitet, ganz, ganz schnell in ihren Besitz. Und nachdem jeder sein Zimmer hatte, gab es dann schnell auch eine Jause. Das Buffet ist eröffnet für alle Leute. Schön ist, dass so viele da sind. Was Gutes gibt es zum Essen auf der Gjeidalm und wir haben am Fuß vom Dachstein. Das Wetter ist gut, die Veranstaltung kann gut beginnen. Und dass diese Jause jedem schmeckte und auch fürs Essen in den beiden nächsten Tagen, sorgte der gute Herr Karl aus der Schlosstaverne zu Reib mit seiner kleinen Mannschaft. Ja, jetzt kann man wohl sagen, willkommen im syrischen Flüchtlingscamp der Ofenbauer aus Deutschland, versteckt in den Bergen. Da seid ihr sicher. Da findet euch keiner. Da können wir jetzt tolle Sachen ausmachen. Ja, ich gehe jetzt mal zum Stammesfürsten. Und als es dann Abend wurde, waren die Sonnenstunden gezählt. Regen setzte ein, was aber dem Familienfest keinen Abbruch tat. Liebe Bergfreunde, natürlich als allererstes liebe Kinder, das, was wir organisiert haben, ist nicht ganz so auf meinen eigenen persönlichen Gedanken entstanden, sondern das war die, dass wir einfach mal was ganz was Einfaches und Natürliches machen, was Zusammenrücken ist, was Familie ist. Was wir hier draußen erleben, ist etwas, wo Millionen von Menschen von Mittelamerika, ganz Mittelamerika bis Kalifornien Tänze, Gebete und Spenden machen würden. Nämlich Regen. Ich bin nie unglücklich, wenn ich Niederschlag sehe, wenn ich Regen sehe, wenn ich Wasser sehe, weil Wasser ist Leben. Und das ist alle eine Einstellungssache. Heute ist es krank über den Äther, über den Radio. Durch diesen Mittwoch müssen wir noch durch, weil es irgendwo regnet und dann kommt wieder Sonne. Also Sonne ist gut, Regen ist schlecht. Bitte lasst euch da nicht verdummen. Regen und Wasser ist das, was unsere Landschaft ausmacht, was unsere Natur erhält
von was wir leben und wo wir stolz und glücklich sind. Also seid nicht traurig über Regen. Wir werden diese sogenannte Sagenwanderung natürlich vornehmen. Wie können Sie sonst Mystik und Geister und Erlebnisse, urplötzlich rutscht einer vom Stein weg und ist verschwunden. Wie können Sie das sonst irgendwo organisieren? Ohne Regen, ohne glitschige Wege, ohne nasse Felsen und ohne Schatten und ohne Nebel, der was verschluckt. Und wir werden dann so gegen 20 Uhr, werden wir wieder hier sein. Und wir haben einen Koch hier, der sich wirklich sehr bemüht, uns zu verzücken. Ihr könnt dabei auch trinken. Und was wir machen, ist nichts weiter als wie große, freundliche Familienspielen, was wir ja sind. Auch wenn wir manche sich nicht kennen, ihr werdet euch kennenlernen am Abend. Ich wünsche euch einen vergnüglichen Abend, einen vergnüglichen Aufenthalt und denkt dran, wegen der Nässe, wegen der Feuchtigkeit, wegen dem Reden, tanzen manche um Felsen und springen und bitten drum, dass es so passiert. Wir haben es schon erreicht. Prost und einen schönen Abend. Bei dieser Gelegenheit stellte die Micky den Gästen vor, warum und wie sie und ihre Freunde sich persönlich für den Erhalt der Gjaidalm einsetzten. Da habe ich gesagt, okay, wir helfen alle zusammen, wir organisieren einfach so ein Gemeinschaftsprojekt. Kommune? Ja, Kommune. Wer Lust hat, hilft einfach freiwillig, kriegt dafür halt Übernachtungsgutscheine für sich und seine Familie. Und so ist halt praktisch nach und nach haben wir die Hütte renoviert. Also erstmal die Zirbenstube, die Küche, die Zimmer. Also ihr seht, es ist alles nicht perfekt, aber es ist mit viel Liebe gemacht. Also die Leute haben ihr Bestes versucht jedenfalls. Und genau, seitdem versuchen wir halt auf der Hütte schöne Veranstaltungen zu machen. Finanzierungsprogramm. Ja. Reden Sie auch mehr. Ja. Also es ist so, die Hütten, es geht wirklich richtig gut. Wir haben jetzt da auch keine finanziellen Hütte, gar nicht. Es geht einfach darum, dass wir einen schönen Ort erhalten wollen. Und die Hütte wäre verkauft worden an auch die das Hotel dort oben umbauen, so ein 5-Sterne-S-Hotel. Und wir wollten halt einfach, dass es hier einfach ein normaler Ort bleibt. Einfach eine schöne Hütte. Stefan, du bist um das so ein 5-Sterne-S-Hotel. Die Anreise echt weit war und dass jetzt mit dem Wetter ein bisschen schwierig ist. Aber mich freut es von Herzen, dass einfach Leute herkommen zum Begegnen. Das soll einfach so ein Ort sein, wo sie Leute treffen, Herz austauschen, Kinder rumlaufen dürfen, Lara dürfen. 13 Minuten. Und es gibt keinen Fall. Jetzt wird es über Zeit. Das ist für die Dankeschön dafür. Ja. Und am Abend war es dann soweit, dass Patrick die Kinder und Erwachsenen mit auf eine Wanderung zum Dachsteinblick mitnahm, durch die Sagen und Mythen über verwunschene und umherirrende Sennerinnen, über geheimnisvolle Höhlen und versteckten Schätzen, Geschichten, die in vielen Jahrhunderten rund um den Dachstein erzählt wurden. Die Senner erzählen da herum, wenn man das Ohr an der richtigen Stelle auf den Boden legt, auf dem Almplateau, dann hört man, dass man die Tritte und Schritte einer Sennerinnen hören kann, die jede Nacht ihre verlorenen Kühe sucht. Wieder zurück auf dem Weg zur Gjaidalm wartete ein Lagerfeuer. Und der Karl hatte schon den Grill mit Spießchen und selbstgemachten Würsteln bestückt. Selbstverständlich hatten dann der Guido und der Grille die Quetschen und die Klarinette ausgepackt und zum Hüttenabend geladen. Nein, nein.